Wie funktioniert eine Unfallversicherung? Wann musst du dich selber darum kümmern und wann bist du automatisch abgesichert? Bleib dran und find's raus. Unfallversicherungen sind obligatorisch und freiwillig. Hä? Also, in der Schweiz sind Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dazu verpflichtet, ihr Personal gegen Unfälle zu versichern. Privat kannst du aber selber über deine Deckung entscheiden. Wie du versichert bist und ob sich eine zusätzliche private Deckung lohnt, kommt ganz auf dein Arbeitsverhältnis drauf an. Wenn du mehr als 8 Stunden pro Woche bei einem Unternehmen arbeitest, bist du automatisch via deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin gegen Unfälle am Arbeitsplatz, sogenannte Berufsunfälle, Unfälle in der Freizeit, sogenannte Nicht-Berufsunfälle und Berufskrankheit geschützt. Berufskrankheit heisst, wenn du aufgrund von deiner Tätigkeit krank wirst, wenn du z.B. also eine Hauterkrankung bekommst wegen deiner Reinigungstätigkeit. Gegen private Krankheiten bist du dann mit der Krankenkasse geschützt. Wenn du weniger als 8 Stunden pro Woche arbeitest, bist du nur gegen Berufsunfall und Berufskrankheit geschützt. Unfälle in deiner Freizeit sind in diesem Fall nötig, aber auf das kommen wir später nochmal zurück. Welche Leistungen in welcher Höhe von der obligatorischen Unfallversicherung übernommen werden, ist gesetzlich definiert. Deckt sind grundsätzlich alle notwendigen Behandlungen nach einem Unfall bei einem Arzt oder einer Ärztin, bei einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin, verschriebene Medikamente, Folgeuntersuchungen, Analysen und Therapien. Außerdem zahlt eine Unfallversicherung einen Spitalaufenthalt in der allgemeinen Abteilung. Nicht deckt sind alternative Behandlungsmethoden, wie z.B. eine Osteopathie oder auch ein Spitalaufenthalt in einem halbprivaten oder einem privaten Zimmer. Die Mehrleistungen kannst du aber natürlich mit einer privaten Unfallversicherung oder auch mit einem Zusatz bei der Krankenkasse ergänzend abschliessen. Die Unfallversicherung sieht auch ein sogenanntes Taggeld vor. Wenn du aufgrund von einem Unfall länger ausfallst, hast du ab dem 3. Ausfalltag Anrecht auf das Taggeld. Der genaue Betrag orientiert sich dabei an deinem Jahreseinkommen und an der Arbeitsunfähigkeit in Prozent. Bei 100%iger Arbeitsunfähigkeit beträgt das Taggeld 80% von deinem Lohn. Dein Anrecht auf das Taggeld entfällt, wenn du wieder normal arbeiten kannst oder wenn der Unfall eine bleibende Einschränkung zur Folge hat. Dann hast du nämlich Anspruch auf die Invalidenrente. Auch bei dieser spielt es eine Rolle, wie viel du verdienst und wie hoch deine Invalidität in Prozent ist. Bei voller Invalidität bekommst du wie beim Taggeld 80% von deinem aktuellen Lohn. Für den Unfall zum Tod der versicherten Person bekommen die Hinterbliebenen aus der Unfallversicherung eine Hinterbliebenenrente. Wenn du weniger als 8 Stunden pro Woche schaffst oder nicht schaffst, dann bist du nicht gegen Unfall in der Freizeit geschützt. Auch wenn du studierst oder in einer Schule bist, besteht weder Schutz gegen Unfall in der Freizeit noch auf einem Campus oder Schulhof. Ausser eben, du schaffst noch mehr als 8 Stunden pro Woche neben Studium oder Schule. Ohne Unfalldeckung in der Freizeit ist es lohnenswert, dass du dich privat gegen Unfall absicherst. Weil Unfälle können sehr schnell hohe und auch langanhaltende Kosten generieren. Da kannst du dein Geld wirklich besser ausgeben. Apropos Geld, ein Vorteil der privaten Unfallversicherung ist, dass sie dir deine Kosten immer gerade zahlen. Bei der obligatorischen Unfallversicherung muss nämlich immer zuerst die Schuldfrage geklärt werden. Und je nach Tatbestand kann das eine Weile dauern. Mit einer privaten Unfallversicherung bist du zudem flexibler. Bei einem Spitalaufenthalt kannst du auswählen, ob du in einem Mehrbett, in einem Halbprivat oder in einem privaten Zimmer stationiert möchtest sein und alternative Behandlungsmethoden sind inbegriffen. Kleiner Tipp noch, kontrolliere vor dem Versicherungsabschluss unbedingt, ob du nicht schon Versicherungsschutz geniessest über die Police deiner Eltern. Wechseln wir mal die Seite, zu wenn du Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bist. Wenn du selbstständig bist, musst du selber für eine obligatorische Unfallversicherung für dich und deine allfälligen Mitarbeiter sorgen. Du bist aber auch Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, wenn du z.B. eine private Reinigungskraft hast oder einen Babysitter oder eine Babysitterin. Für diese Fälle gibt es dann die Unfallversicherung für Hausangestellte. Ganz alles war das aber noch nicht. Ein wichtiger Begriff rund um die Unfallversicherung ist die Abredeversicherung. Wenn du deinen Job definitiv oder vorübergehend aufgibst, sei das durch eine Kündigung, einen unbezahlten Urlaub oder eine Pensumreduktion auf unter 8 Stunden pro Woche, dann bist du genau noch 31 Tage bei deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin unfallversichert. Nachher entfällt dein Versicherungsschutz, ausser du schliessest vor Ablauf dieser 31 Tage eine Abredeversicherung ab. Damit verlängert sich dein Schutz um maximal 6 Monate. Die
Aber in der Versicherung schliessest du bei dieser Versicherung ab, wo du vorher obligatorisch unfallversichert warst. Unbedingt empfehlen wir dir, unabhängig davon, ob du angestellt bist oder nicht, bei Reisen ins Ausland für einen genügenden Versicherungsschutz zu sorgen. Gerade Spitalaufenthalt und Transportkosten können in bestimmten Ländern den gesetzlichen Versicherungsschutz übersteigen. Aber schau dir doch dafür einfach unser Video zur Reiseversicherung an. Das ist alles, was ich dir zur Unfallversicherung zu erzählen habe. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare.